So, live ist live. Wir sehen hier hinter mir den einst gefürchteten Daktari Hill. Der ist jetzt allerdings sehr entschärft worden, weil man hat die Strecke ein wenig gerichtet. Hier haben wir unsere Intervalle gemacht. Immer 30 Sekunden Gas und dann 30 Sekunden etwas ruhiger. Das Ganze dann 20 Mal. Der Dominik hat es mit dem Zählen nicht ganz so gehabt. Darum bin ich überzeugt, dass sie einen mehr gemacht haben. Aber gut. Ist schon recht anstrengend. Und es zermürbt auch, genau wie der Trainer uns gesagt hat. Immer wieder in die volle Beschleunigung gehen. Und dann sind die 30 Sekunden Erholungszeit noch relativ kurz. Hier werden wir morgen auch unseren Staffelwettkampf laufen. Und wir werden dann die Ehre haben, nachdem wir hier zwei Runden durch die Savanne gedreht haben, noch ein klein wenig zum Hotel zurückzulaufen. Das werden dann ca. 7,5 Kilometer sein, nehme ich an. Jo, wie läuft's sonst? Ich habe nach wie vor das permanente Problem, dass mir morgens hier grundsätzlich schlecht ist. Und dann ist es natürlich, dass wir die intensiven Übungen am frühen Morgen machen, natürlich nicht so produktiv. Das nervt ein wenig. Genauso wie mich diesmal wirklich das Wetter nervt. Dieser ständige Wind und diese ständigen Wolken. Jetzt hatten wir es gerade bei den Tempointervallen wieder sehr sonnig. Und kaum sind wir jetzt wieder beim Auslaufen, wollen uns gleich im Hotel in der Sonne setzen, sind wieder die Wolken da. Aber gut, es ist wie es ist. Nur für so einen Planläufer wie mich ist das natürlich immer blöd, wenn ich durch den Wind nicht die Pace laufen kann, die ich mir so vorstelle. Das heißt, die Pace, die ich hier so trainiere, kann ich überhaupt nicht in eine Relation setzen. Aber gut, wir haben jetzt etwa 100 Wochenkilometer voll ab Samstag gerechnet. Wir haben Donnerstag und ich denke mal, das macht sich auch schon mal ein bisschen bemerkbar. So, jetzt geht's ab zum Hotel, sonst ist nämlich gleich meine Gruppe weg. So, der Rückweg entlang dieses wunderschönen Strand liegt nun auch hinter uns. Jetzt werden wir noch ein bisschen Stabilisationsgymnastik hier am Strand machen und danach geht es in die Pause, ehe es heute Mittag noch mal eine Stunde auf die Laufpiste geht. Auch hier ist der Wind wieder sehr stark und tückisch. Darum habe ich mir auch die Windjacke wieder drüber gezogen, denn der Kälte ist so ziemlich das Letzte, was ich mir hier holen möchte. Ja, er lebt mich heute so ein klein wenig weniger optimistisch, als man das sonst von mir gewohnt ist. Das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen Trainingslager-Blues, der jetzt aufkommt. Man ist jetzt 5 Tage hier, man belastet sehr intensiv. Die Belastungen laufen vielleicht nicht alle so, wie man sich das vorstellt. Insbesondere meine schon erwähnten Magenprobleme. Und dazu kommt das Wetter, was ich zumindest als suboptimal empfinde. Ich würde hier lieber bei 25 Grad trainieren. Das ist natürlich auch nicht wieder jedermanns anderer Sache. Nichtsdestotrotz muss man natürlich festhalten, wir haben hier ganz hervorragendes Essen, auch wenn ich da morgens relativ wenig von reinbekomme. Wir haben hier eine Rundumversorgung, wir haben hier eine gute Location, wir haben sehr schöne Laufstrecken und wir haben diesen herrlichen Atlantischen Ozean hinter uns. Und daran sollten wir uns eigentlich erfreuen. Heute Abend hoffe ich, dass meine Schalker mich noch ein wenig erfreuen werden. Und dann geht es morgen schon in den Abschlussabend. Ich melde mich dann wieder und berichte mal, wie es morgen in unserem Testwettkampf war. Bis dann, zurück nach Deutschland. Ciao.